Herzlich willkommen zurück zu Dies ins Mittelalter. So, nachdem wir gestern letzte Folge so ein Scheiß hatten mit dem Bier. Ich habe mir das Rezept gekauft, die Zutaten dazu. Und jetzt könnten wir das Bier machen. Dann uns auch auf den Weg dahin. Die wir anscheinend auch gar nicht heiraten. Ah, Festbier. Das muss man auch erstmal wissen. Danke für deine Hilfe, Wendelin. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Danke, Wendelin. Du hast dafür gesorgt, dass es ein ganz besonderer Tag für Fergus und mich war. Ich finde es angebracht, eine Rede zu halten. Nur was für eine Rede? Ich muss erstmal heiraten, ganz ruhig. Ups. Die scheiß Produkte kaufen, ey. So, komm schon. Ihr sagt nicht nein. Die nimmt ihn. Ernst. Gleicher Typ. Also das ist jetzt nicht vor. Ich hab Bock zu. Ich hasse auch Zeitreden. Du bist auf der falschen Seite, Junge. Ich sehe episch aus. Das ist der schönste Tag meines Lebens, Fergus. Ja, leidenschaftlich küssen zählt nicht zu küssen. Und das war's auch wieder. Anscheinend müssen wir jetzt wirklich die Schreckensherrschaft machen. Kriegt der Medizin. Guten Tag. Die steuerlichen Sonderzahlungen beträgt. Okay. Dann bezahlen wir ihn da mal den Shit. Danke, Vella. Ich war noch nicht. Ja, richtig. Was? Wie konnte der Große von nur meinen Namen vergessen? Sein Gesicht sieht seltsam aus, ein wenig aufgedunsten. Ich sollte ein Genesungsschreiben an seinen Cousin verfassen. Vielleicht fängt er sich dann wieder. Huchala. Sorry.
Ich muss schniefen. Genesungswünsche schreiben. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Gute Besserung. Denn ist dein Leben erst vorüber, kann ich dich nicht mehr heilen. Als gute Meisterchirurgin Celia. Jetzt brauche ich das nur noch abzuschicken. Bei der Gelegenheit kann ich meinen Lieblingstauber Hallo sagen. Alles klar. Was ist das? Ein Schreiben, dass wir Sondersteuer in der Höhe von bezahlen müssen. Sie hat ja das Geld. Was ist das? Oh gut, jetzt wirst du am Leben bleiben. Ich wollte sagen, meine kranken Cousin wird vielleicht am Leben bleiben, denn nächste Zahlung ist 1000 Goldbarren. Okay, das ist verrückt. Ich muss den Monarchen bezahlen, damit ich nicht in der Grube lande. Aber ich muss auch herausfinden, worin sein Problem liegt. Wo sind halt die ganzen Kinder, die ich am Anfang gemacht habe? Mit ein bisschen Alchemie werde ich etwas herstellen, das wie Gold aussieht und sich auch so anfühlt. Okay. Das ist eine ausgezeichnete Fälschung eines goldbaren Grabfangers, der große und wird den Unterschied nicht erkennen. Was ist denn eigentlich hier los? Das Sim macht einen verängstigenden Eindruck, als der als die Monarchin vorbeikam. Okay. Ist eine Verschwörung oder schlimmer? Ich kann dir nichts sagen. Was? Moment, stopp. Ist eine Verschwörung oder schlimmer? Ich kann es dir nicht sagen. Sie hören mit. Sie haben gerade erst ein Mitglied der königlichen Familie in den Grube geworfen. Ah, was hat denn mein Name angetroffen? Ein Pfeil? Ach du Liebe. Erstmal nach Hause gehen. Wir müssen schlafen. Spannend, ich weiß. Ist der Shit. Samenbrei. Dann gehen wir mal zur Grube. Was geht denn hier so ab? Oh, die Dame sieht besorgt aus und sie kommt mir bekannt vor. Warum bist du so traurig? Ich habe es aus der Grube rausgeschafft, aber das Gift ist immer noch in meinem Körper. Ich gehöre zum Königshaus. Ich gab dir. Nicht schon wieder. Beide Gifte rochen.
nach Simse und Blutmoos. Das wird reichen, denke ich, aber es hat Komplikationen gegeben. Bring mir verlorene Schätze im Wert von 1 Million. Du hast 48 Stunden. The fuck? Tagebuch des Monarchen lesen, wo liest man denn sowas? Ah, okay. Vor seinen Augen lese ich erstmal sein Tagebuch. Darin stand geschrieben, ich wollte ein Königreich regieren, seit mein Vater ein kleines Schloss für mich gebaut hatte. Dort habe ich als Kind am liebsten gespielt. Die vergiftete Dame kritzelte eine blutige Nachricht auf den Rücken. Besuche das Grab von Lambert Limnel im Nachbardorf neben dem Dorfladen. Fuck. Und wo soll ich die Schätze herkriegen? Ups, ich wollte krieg halt, sorry. Kann ich da wieder was herstellen? Celia fand das Grab. Die Wärme fauler Körper strömt hier entgegen. Celia begann zu graben. Und graben. Ich fand zwei mit Messerstichen übersäten Skelette und ein schmutziges Medaillon. Der Wind drehte sich und sie vernahm die Stimme königlicher Waffen. Sie verschluckte das Medaillon. Ich muss das Medaillon schlucken, um an den Wachen vorbeizukommen. Ist mein einziger Hinweis auf den Verbleib der Körper. Ja gut. Sofort zurück zur Klinik schmuggeln. Das ist fast so schlimm wie damals, als ich das. Okay. Könnte nun ja. Um rein und raus. Ja, ich habe keinen, doch. Ah, Moment. Wieder Jungen erhalten. Das habt ihr so schön geschrieben. Das Medaillon, es muss geputzt werden. Ich weiß nicht, was sie mit den Schätzen wollen. Soll ich das denn waschen? Ah, warte ganz kurz. Der hat hier auch so ein Waschding, oder? Nee. Wenn so ein Waschding aufbauen.
Und was läuft das denn? Ach da. Damit geht das doch, oder? Ja. Die Wäsche ist mir ihr Gesicht. Okay. Beim Wächter, das ist das königliche Medaillon. Das muss dem Körper von Graf Pankraz dem Großen gewesen sein. Oh, wie schrecklich. Wenn er nicht mehr lebt, wer will. Na gut. Das war's auch wieder. Wieder fürs Zusehen. Haut rein.